Heutzutage verzichten viele Menschen auf Fleisch oder leben sogar komplett vegan. Andere verfolgen interessante neue Ernährungsweisen, um gesünder zu leben. Was hinter diesen Ernährungstrends steckt, die es momentan in Deutschland und weltweit gibt, erfährst du in diesem neuen Video. Bleib also dran und lerne dabei neue Vokabeln und Ausdrücke, um noch besser über das Thema Ernährung sprechen zu können. Oma, ich bin vegan. Komm rein, Max. Wie schön, meinen Lieblingsenkel mal wieder zu sehen. Lass dich mal drücken, Max. Hallo, Oma. Ach, wir haben uns lange nicht gesehen. Ich habe dein Lieblingsgericht gekocht. Rinderbraten mit Knödeln und Rotkohl. Hab das Essen gerade vom Herd genommen. Wir können also gleich essen, wenn du magst. Oh, danke, Oma. Das sieht wirklich lecker aus. Aber, du hättest nicht extra etwas für mich kochen müssen, Oma. Na, wo gibt es denn so etwas? Ich koche auf jeden Fall für meinen Enkel, den ich so selten sehe. Ich gebe dir eine große Portion. Du siehst hungrig aus. Oma, Moment. Nein, ich muss dir etwas sagen. Was ist denn, Max? Ist etwas in der Schule passiert? Gibt's Probleme zu Hause? Nein, Oma. Es ist was ganz anderes. Ich habe vor kurzem meine Ernährung umgestellt. Ich ernähre mich jetzt vegan. Vegan? Ist das etwas Japanisches? Nein, Oma. Das bedeutet, dass ich keine tierischen Produkte mehr esse. Also kein Fleisch, keine Milchprodukte, keine Eier und so weiter. Aber warum, mein Schatz? Du weißt doch, wie gesund mein Rinderbraten ist. Das ist gutes, zartes Fleisch. Er stand 4 Stunden auf dem Herd. Leider esse ich gar kein Fleisch. Auch nicht deinen super zarten Rinderbraten. Kein Fleisch? Keine Eier? Oh mein Gott! Meinst du, das ist gut für den Körper? Du musst doch noch wachsen. Und du brauchst Kraft. Komm her. Ich gebe dir ein bisschen Rotkohl und einen Knödel. Das Fleisch muss ich ja dann wohl alleine essen. Oma, das geht leider nicht. In den Knödeln sind Eier drin und auch Milch. Im Rotkohl gibt es leider Speck. Aber ich kann dich doch hier nicht verhungern lassen. Ein Käsebrot geht ja auch nicht mehr. Soll ich dir einen Salat bringen? Ich hab noch einen im Kühlschrank. Immer diese neuen Moden. Das ist voll lieb von dir, Oma. Es tut mir sehr leid um die Mühe, die ich dir gemacht habe. Ich dachte nicht, dass du so aufwendig kochst. Aber sag mal, wie bist du denn auf diese Idee gekommen mit diesem WLAN? Vegan, Oma. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich nicht will, dass die Tiere leiden. Sie haben meistens kein schönes Leben in den engen Ställen und sehen fast nie die Sonne. Ich möchte außerdem etwas für die Umwelt tun. Für die Umwelt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Rinderbraten schlecht für die Umwelt sein soll, Max. Wir schmeißen doch nichts davon weg. Das Fleisch war sogar vom Fleischer und nur in Papier eingepackt. Es geht darum, dass die Produktion von Fleisch oft viele Ressourcen verbraucht. Wie Wasser, Energie, fruchtbare Fläche. Es wird bei der Fleischproduktion auch viel CO2 freigesetzt. Mit den Futterpflanzen wie Soja könnte man viel mehr Menschen ernähren, wenn man es nicht an die Tiere verfüttern würde. Du willst also Strom sparen, indem du kein Fleisch isst? Genau. Und wenn ich mich vegan ernähre, kann ich auch meinen CO2-Fußabdruck verringern. Das klingt alles sehr kompliziert. Ich wusste nicht, dass das CO2 Füße und eine Schuhgröße hat. Nein, Oma, das ist ein Vergleich, der zeigen soll, wie viel CO2 pro Mensch freigesetzt wird. Ich fahre schon 10 Jahre kein Auto mehr. Aber dass Kühe jetzt nicht mehr umweltfreundlich sind,
klingt für mich ein bisschen übertrieben. Aber was soll's? Max, wenn du mir vegane Rezepte gibst, kann ich vielleicht etwas Neues ausprobieren, das dir auch schmeckt. Das wäre großartig, Oma. Und keine Sorge, es gibt viele leckere vegane Rezepte, die dir bestimmt auch gefallen werden. Gut, dann stelle ich meine Kochkünste ausnahmsweise auf vegan um. Vielleicht gibt es ja auch vegane Knödel? Ja, gibt es. Ich kann dir ein Rezept dafür geben. Na dann, Max, lass uns gemeinsam was ausprobieren. Wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen und wissen uns in jeder Situation zu helfen. Vegan? Dass ich das noch nie gehört habe. Danke, Oma. Das ist wirklich lieb von dir. Gern geschehen, mein Schatz. Und? Erzähl mal, wie läuft es in der Schule? Was macht der Sport? Mein neuer Trick. Intervallfasten. Also Karl, ich muss sagen, wir zwei alten Bären haben das heute gar nicht so schlecht gemacht. Ja, Bernd, du bist ja fast so biegsam wie eine Ballerina. Jetzt übertreibst du aber maßlos. Wer hätte gedacht, dass wir beide mal Yoga machen würden? Aber es tut uns gut. Weißt du, ich habe noch etwas entdeckt, das mir auch sehr gut tut. Das Intervallfasten. Fasten? Nichts essen? Mit Fasten brauchst du mir nicht zu kommen. Ich brauche meine 5 Mahlzeiten am Tag. Intervallfasten, Karl. Das heißt, manchmal nichts zu essen. Ich habe herausgefunden, dass es viele Vorteile hat, wenn ich nicht die ganze Zeit esse. Ja, man spart sicher viel Geld. Die Lebensmittel sind echt teuer geworden in letzter Zeit. Nein, im Ernst. Es ist sehr gut, wenn man zum Beispiel 6 bis 8 Stunden etwas isst und den Rest der Zeit nichts zu sich nimmt, also fastet. Das heißt, du isst zum Beispiel zwischen 12 Uhr mittags und 18 Uhr etwas und in der restlichen Zeit knurrt dir der Magen? Ja, die Zeit hast du ganz gut getroffen. Ich esse zum Beispiel kein Frühstück. Das Mittagessen ist dann meine erste Mahlzeit und das letzte Mal am Tag esse ich gegen 19 Uhr. Aber der Magen knurrt mir dabei nicht. Das hört sich überhaupt nicht nach Spaß an. Was soll dir das denn überhaupt bringen? Pass mal auf, jetzt kommt's. Wenn du 12 Stunden nichts isst, beginnt dein Körper seine Fettreserven zu verbrennen. Dadurch nimmst du ganz leicht ab. Ich hab mich schon gewundert, wie du deine Pfunde verloren hast. Bist echt schlank geworden, in relativ kurzer Zeit. Ja, ich war auch überrascht. Außerdem macht dein Körper beim Intervallfasten dann noch etwas Faszinierendes. Lass mich raten, er wird jünger? Ja, das könnte man so sagen. Er repariert die kleinen Schäden, die es in den Zellen gibt. Macht das der Körper nicht sowieso? Naja, wenn man den ganzen Tag über isst, ist der Körper hauptsächlich mit Verdauen beschäftigt und hat keine Energie und Zeit für Reparaturen. Gibst du ihm eine Auszeit durch das Fasten, kann er Zellen reparieren. Das schützt dich dann vor Krankheiten. Ich bin topfit. Das brauche ich dann wahrscheinlich nicht. Aber ist das nicht ungesund, so lange nichts zu essen? Man hört doch immer, man soll regelmäßig kleine Mahlzeiten zu sich nehmen. Ach, das ist doch nur ein Mythos. Unsere Vorfahren haben auch nicht ständig gegessen. Die haben vielleicht einmal einen Mammut erlegt, gut gegessen und dann tagelang nichts zu essen gehabt. Und die waren bestimmt fitter als wir zwei. Ja, da hast du wohl recht. Aber wie schaffst du das denn? Ich würde bestimmt sterben vor Hunger. Es ist einfacher, als du denkst. Nach ein paar Tagen gewöhnt sich der Körper daran. Und dann fühlst du dich auch besser. Du hast dann mehr Energie und weniger Heißhunger. Mein Körper würde sich nie daran gewöhnen. Ich brauche mein deftiges Frühstück und auch in der Nacht brate ich mir gern noch mal was Leckeres. Aber was sagt deine Frau dazu? Nervt es sie nicht, wenn du bei der Hälfte der Mahlzeiten nicht am Tisch sitzt? Nein, das nervt sie gar nicht. Seit ich weniger Zeit mit Essen verbringe,
koche ich auch öfter. Davon profitiert sie ja auch. Dann wird ja aus dem dicken, gemütlichen Bären demnächst ein schlankes Reh werden. Bin ich dann der einzige Übergewichtige hier im Yogakurs? Vielleicht. Dann bist du vielleicht wirklich der Einzige, der beim Yoga den Boden berührt. Ich schwebe dann bald schon über den Matten. Sind viel Brot und Nudeln gesund? Hallo Anna. Wie schön, dass wir uns nach so langer Zeit mal wieder treffen. Hey Lena, ich freue mich auch. Sag mal, kann es sein, dass du abgenommen hast? Ja, du hast recht. Ich habe ein wenig abgenommen. Ich probiere gerade eine neue Ernährungsweise aus. Sie heißt ketogene Ernährung. Ketogene Ernährung? Das habe ich ja noch nie gehört. Wie ernährt man sich denn ketogen? Bei der ketogenen Ernährung esse ich nur ganz bestimmte Lebensmittel, die aus Fetten und Eiweißen bestehen. Ich verzichte fast vollständig auf Kohlenhydrate. Wirklich? Also isst du keine Nudeln, keinen Zucker und kein Brot? Ja, genau. Nüsse, Avocados, Eier, Käse und Gemüse stehen ganz oben auf meinem Speiseplan. Eben alles, was eiweiß- und fettreich ist. Natürlich esse ich auch genügend Fleisch und Fisch. Das klingt ja abgefahren. Aber Zucker zum Beispiel ist doch in so vielen Lebensmitteln aus dem Supermarkt drin. Ist es möglich, keinen Zucker zu essen? Du meinst wahrscheinlich die verarbeiteten Lebensmittel im Supermarkt. Die habe ich aufgehört zu kaufen. Ich kaufe keine Fertiggerichte mehr, sondern koche alles selbst. Dafür fehlt mir leider die Zeit, aber ich finde das toll. Eine Sache wundert mich. Warum lässt du ausgerechnet die Kohlenhydrate weg? Ich will, dass mein Körper die Fette nutzt, um Energie zu gewinnen, nicht die Kohlenhydrate. Ich dachte, der Körper braucht die Kohlenhydrate, um Energie zu gewinnen. Nein, wir brauchen Kohlenhydrate nicht unbedingt, um Energie zu gewinnen. Wenn ich fast keine Kohlenhydrate mehr esse, sucht sich mein Körper einen anderen Weg, um Energie zu gewinnen. Wenn ich Fette zu mir nehme, werden sogenannte Ketonkörper produziert und daraus entsteht Energie. Deshalb heißt die Ernährung ketogen. Ganz nebenbei habe ich auch 6 Kilo abgenommen, ohne mehr Sport zu machen. Wie interessant. Gibt es etwas, das du vermisst? Auf jeden Fall. Am Anfang hatte ich große Lust auf Brot und Süßigkeiten. Aber nach ein paar Wochen ist die Lust darauf nicht mehr so stark gewesen. Was mir sehr hilft, diese Ernährung durchzuhalten, sind neue Rezepte, die lecker schmecken. Zum Beispiel mache ich Pizza mit einem Boden aus Blumenkohl statt aus Mehl. Blumenkohlpizza? Das klingt, ziemlich gesund. Schmeckt das auch wirklich gut? Ja, überraschenderweise schon. Man muss nur ein bisschen kreativ sein. Es gibt unendlich viele Rezepte, die man ausprobieren kann. Hut ab, dass du das so durchziehst. Diese Umstellung ist bestimmt nicht leicht am Anfang. Am Anfang braucht es ein bisschen Geduld. Aber es lohnt sich für mich, weil ich mich gesünder und vitaler fühle. Ich habe mehr Energie und bin nicht so oft müde. Gut, dass du deine neue Ernährung erwähnt hast. Ich wollte dich tatsächlich heute auf eine Pizza zu mir einladen. Das fällt ja nun ins Wasser. Kein Problem, Lena. Du kannst zu mir kommen und ich bereite uns ein schönes Lachsgericht zu. Was hältst du davon? Ja, gern. Warum nicht? Vokabeln und Ausdrücke. Etwas umstellen. Etwas anders machen als vorher. Dann stelle ich meine Kochkünste ausnahmsweise auf vegan um. Die Ernährung umstellen. Anders essen als vorher, zum Beispiel gesünder oder ohne bestimmte Lebensmittel. Ich habe vor kurzem meine Ernährung umgestellt. Tierische Produkte. Lebensmittel, die von Tieren kommen, wie Fleisch, Milch, Eier oder Honig. Milchprodukte. Lebensmittel, die aus Milch gemacht werden, wie Käse, Joghurt oder Butter. Das bedeutet, dass ich keine tierischen Produkte mehr esse, also kein Fleisch, keine Milchprodukte, keine Eier und so weiter. Die Mode. Ein neuer Trend
oder eine neue Art, Dinge zu machen oder sich zu kleiden. Immer diese neuen Moden. Können wir es nicht machen wie immer? Aufwendig kochen, mit vielen Zutaten und viel Zeit ein Gericht zubereiten. Ich dachte nicht, dass du so aufwendig kochst. Der Stall, die Ställe, ein Gebäude, in dem Tiere wie Kühe, Hühner oder Schweine gehalten werden. Die Tiere haben meistens kein schönes Leben in den engen Ställen und sehen fast nie die Sonne. Ressourcen verbrauchen, wertvolle Dinge wie Wasser, Energie oder Platz nutzen. Es geht darum, dass die Produktion von Fleisch oft viele Ressourcen verbraucht, wie Wasser, Energie und fruchtbare Fläche. CO2 freisetzen. Kohlenstoffdioxid, ein Gas, in die Luft abgeben. Es wird bei der Fleischproduktion auch viel CO2 freigesetzt. Etwas verfüttern. Etwas den Tieren als Futter geben. Mit den Futterpflanzen wie Soja könnte man viel mehr Menschen ernähren, wenn man es nicht an die Tiere verfüttern würde. Nicht auf den Kopf gefallen sein. Clever oder schlau sein und wissen, was zu tun ist. Wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen und wissen uns in jeder Situation zu helfen. Das Fasten, das Intervallfasten, für eine bestimmte Zeit nichts oder weniger essen. Weißt du, ich habe noch etwas entdeckt, das mir auch sehr gut tut. Das Intervallfasten. Die Mahlzeit, Essen, das man zu bestimmten Zeiten am Tag isst, wie Frühstück oder Mittagessen. Ich brauche meine 5 Mahlzeiten am Tag. Jemandem knurrt der Magen. Das Geräusch im Bauch, wenn man hungrig ist. Das heißt, du isst zum Beispiel zwischen 12 Uhr mittags und 18 Uhr etwas und in der restlichen Zeit knurrt dir der Magen? Fettreserven verbrennen. Das Körperfett in Energie umwandeln, zum Beispiel wenn man längere Zeit nichts isst oder Sport treibt. Pass mal auf, jetzt kommt's. Wenn du 12 Stunden nichts isst, beginnt dein Körper, seine Fettreserven zu verbrennen. Seine Pfunde verlieren. Abnehmen, Gewicht verlieren. Ich habe mich schon lange gewundert, wie du deine Pfunde verloren hast. Bist echt schlank geworden in relativ kurzer Zeit. Verdauen. Essen im Magen und Darm verarbeiten, damit der Körper es nutzen kann. Naja, wenn man über den ganzen Tag isst, ist der Körper hauptsächlich mit Verdauen beschäftigt und hat keine Energie und Zeit für Reparaturen. Ein Mythos sein. Etwas, das viele Leute glauben, das aber nicht unbedingt wahr ist. Ach, das ist doch nur ein Mythos. Unsere Vorfahren haben auch nicht ständig gegessen. Der Heißhunger. Ein sehr starkes, plötzliches Verlangen, etwas zu essen, oft Süßes. Du hast dann mehr Energie und weniger Heißhunger. Übergewichtig sein. Mehr wiegen, als es gesund ist. Zu viel Körperfett haben. Bin ich dann der einzige Übergewichtige hier im Yogakurs? Die Ernährungsweise. Die Art und Weise, wie man isst und welche Lebensmittel man wählt. Ich probiere gerade eine neue Ernährungsweise aus. Sie heißt ketogene Ernährung. Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate. Die 3 Hauptbestandteile von Lebensmitteln. Fette wie Butter, Eiweiß wie in Fleisch und Kohlenhydrate wie Brot oder Zucker. Bei der ketogenen Ernährung esse ich nur ganz bestimmte Lebensmittel, die aus Fetten und Eiweißen bestehen. Ich verzichte fast vollständig auf Kohlenhydrate. Verarbeitete Lebensmittel. Lebensmittel, die in einer Fabrik hergestellt oder verändert wurden, oft mit vielen Zusatzstoffen. Du meinst wahrscheinlich die verarbeiteten Lebensmittel im Supermarkt.
Die habe ich aufgehört zu kaufen. Die Fertiggerichte. Essen, das schon fertig gekocht ist und nur noch erwärmt werden muss. Ich kaufe keine Fertiggerichte mehr, sondern koche alles selbst. Etwas zu sich nehmen. Etwas essen oder trinken. Wenn ich Fette zu mir nehme, werden sogenannte Ketonkörper produziert und daraus entsteht Energie. Deshalb heißt die Ernährung ketogen. Etwas durchziehen. Eine Entscheidung oder einen Plan konsequent umsetzen, auch wenn es schwer ist. Hut ab, dass du das so durchziehst. Die Umstellung ist bestimmt nicht leicht am Anfang. Etwas fällt ins Wasser. Etwas, das geplant war, kann nicht stattfinden. Ich wollte dich tatsächlich heute auf eine Pizza zu mir einladen. Das fällt ja nun ins Wasser. Achte jetzt, während des zweiten Hörens, noch einmal genau auf die Details. Wie viel verstehst du jetzt schon? Oma, ich bin vegan. Komm rein, Max. Wie schön, meinen Lieblingsenkel mal wieder zu sehen. Lass dich mal drücken, Max. Hallo, Oma. Ach, wir haben uns lange nicht gesehen. Ich habe dein Lieblingsgericht gekocht. Rinderbraten mit Knödeln und Rotkohl. Hab das Essen gerade vom Herd genommen. Wir können also gleich essen, wenn du magst. Oh, danke, Oma. Das sieht wirklich lecker aus. Aber, du hättest nicht extra etwas für mich kochen müssen, Oma. Na, wo gibt es denn so etwas? Ich koche auf jeden Fall für meinen Enkel, den ich so selten sehe. Ich gebe dir eine große Portion. Du siehst hungrig aus. Oma, Moment. Nein, ich muss dir etwas sagen. Was ist denn, Max? Ist etwas in der Schule passiert? Gibt's Probleme zu Hause? Nein, Oma. Es ist was ganz anderes. Ich habe vor kurzem meine Ernährung umgestellt. Ich ernähre mich jetzt vegan. Vegan? Ist das etwas Japanisches? Nein, Oma. Das bedeutet, dass ich keine tierischen Produkte mehr esse. Also kein Fleisch, keine Milchprodukte, keine Eier und so weiter. Aber warum, mein Schatz? Du weißt doch, wie gesund mein Rinderbraten ist. Das ist gutes, zartes Fleisch. Er stand 4 Stunden auf dem Herd. Leider esse ich gar kein Fleisch. Auch nicht deinen super zarten Rinderbraten. Kein Fleisch? Keine Eier? Oh mein Gott! Meinst du, das ist gut für den Körper? Du musst doch noch wachsen. Und du brauchst Kraft. Komm her. Ich gebe dir ein bisschen Rotkohl und einen Knödel. Das Fleisch muss ich ja dann wohl alleine essen. Oma, das geht leider nicht. In den Knödeln sind Eier drin und auch Milch. Im Rotkohl gibt es leider Speck. Aber ich kann dich doch hier nicht verhungern lassen. Ein Käsebrot geht ja auch nicht mehr. Soll ich dir einen Salat bringen? Ich hab noch einen im Kühlschrank. Immer diese neuen Moden. Das ist voll lieb von dir, Oma. Es tut mir sehr leid um die Mühe, die ich dir gemacht habe. Ich dachte nicht, dass du so aufwendig kochst. Aber sag mal, wie bist du denn auf diese Idee gekommen mit diesem WLAN? Vegan, Oma. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich nicht will, dass die Tiere leiden. Sie haben meistens kein schönes Leben in den engen Ställen und sehen fast nie die Sonne. Ich möchte außerdem etwas für die Umwelt tun. Für die Umwelt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Rinderbraten schlecht für die Umwelt sein soll, Max. Wir schmeißen doch nichts davon weg. Das Fleisch war sogar vom Fleischer und nur in Papier eingepackt. Es geht darum, dass die Produktion von Fleisch oft viele Ressourcen verbraucht, wie Wasser, Energie, fruchtbare Fläche. Es wird bei der Fleischproduktion auch viel CO2 freigesetzt. Mit den Futterpflanzen wie Soja könnte man viel mehr Menschen ernähren, wenn man es nicht
an die Tiere verfüttern würde. Du willst also Strom sparen, indem du kein Fleisch isst? Genau. Und wenn ich mich vegan ernähre, kann ich auch meinen CO2-Fußabdruck verringern. Das klingt alles sehr kompliziert. Ich wusste nicht, dass das CO2 Füße und eine Schuhgröße hat. Nein, Oma, das ist ein Vergleich, der zeigen soll, wie viel CO2 pro Mensch freigesetzt wird. Ich fahre schon 10 Jahre kein Auto mehr. Aber dass Kühe jetzt nicht mehr umweltfreundlich sind, klingt für mich ein bisschen übertrieben. Aber was soll's? Max, wenn du mir vegane Rezepte gibst, kann ich vielleicht etwas Neues ausprobieren, das dir auch schmeckt. Das wäre großartig, Oma. Und keine Sorge, es gibt viele leckere vegane Rezepte, die dir bestimmt auch gefallen werden. Gut, dann stelle ich meine Kochkünste ausnahmsweise auf vegan um. Vielleicht gibt es ja auch vegane Knödel? Ja, gibt es. Ich kann dir ein Rezept dafür geben. Na dann, Max, lass uns gemeinsam was ausprobieren. Wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen und wissen uns in jeder Situation zu helfen. Vegan? Dass ich das noch nie gehört habe. Danke, Oma. Das ist wirklich lieb von dir. Gern geschehen, mein Schatz. Und? Erzähl mal, wie läuft es in der Schule? Was macht der Sport? Mein neuer Trick. Intervallfasten. Also Karl, ich muss sagen, wir zwei alten Bären haben das heute gar nicht so schlecht gemacht. Ja, Bernd, du bist ja fast so biegsam wie eine Ballerina. Jetzt übertreibst du aber maßlos. Wer hätte gedacht, dass wir beide mal Yoga machen würden? Aber es tut uns gut. Weißt du, ich habe noch etwas entdeckt, das mir auch sehr gut tut. Das Intervallfasten. Fasten? Nichts essen? Mit Fasten brauchst du mir nicht zu kommen. Ich brauche meine 5 Mahlzeiten am Tag. Intervallfasten, Karl. Das heißt, manchmal nichts zu essen. Ich habe herausgefunden, dass es viele Vorteile hat, wenn ich nicht die ganze Zeit esse. Ja, man spart sicher viel Geld. Die Lebensmittel sind echt teuer geworden in letzter Zeit. Nein, im Ernst. Es ist sehr gut, wenn man zum Beispiel 6 bis 8 Stunden etwas isst und den Rest der Zeit nichts zu sich nimmt, also fastet. Das heißt, du isst zum Beispiel zwischen 12 Uhr mittags und 18 Uhr etwas und in der restlichen Zeit knurrt dir der Magen? Ja, die Zeit hast du ganz gut getroffen. Ich esse zum Beispiel kein Frühstück. Das Mittagessen ist dann meine erste Mahlzeit und das letzte Mal am Tag esse ich gegen 19 Uhr. Aber der Magen knurrt mir dabei nicht. Das hört sich überhaupt nicht nach Spaß an. Was soll dir das denn überhaupt bringen? Pass mal auf, jetzt kommt's. Wenn du 12 Stunden nichts isst, beginnt dein Körper seine Fettreserven zu verbrennen. Dadurch nimmst du ganz leicht ab. Ich hab mich schon gewundert, wie du deine Pfunde verloren hast. Bist echt schlank geworden in relativ kurzer Zeit. Ja, ich war auch überrascht. Außerdem macht dein Körper beim Intervallfasten dann noch etwas Faszinierendes. Lass mich raten, er wird jünger? Ja, das könnte man so sagen. Er repariert die kleinen Schäden, die es in den Zellen gibt. Macht das der Körper nicht sowieso? Naja, wenn man den ganzen Tag über isst, ist der Körper hauptsächlich mit Verdauen beschäftigt und hat keine Energie und Zeit für Reparaturen. Gibst du ihm eine Auszeit durch das Fasten, kann er Zellen reparieren. Das schützt dich dann vor Krankheiten. Ich bin topfit. Das brauche ich dann wahrscheinlich nicht. Aber ist das nicht ungesund, so lange nichts zu essen? Man hört doch immer, man soll regelmäßig kleine Mahlzeiten zu sich nehmen. Ach, das ist doch nur ein Mythos. Unsere Vorfahren haben auch nicht ständig gegessen. Die haben vielleicht einmal ein Mammut erlegt, gut gegessen und dann tagelang nichts zu essen gehabt. Und die waren bestimmt fitter als wir zwei. Ja, da hast du wohl recht. Aber wie schaffst du das denn? Ich würde bestimmt sterben vor Hunger.
Es ist einfacher, als du denkst. Nach ein paar Tagen gewöhnt sich der Körper daran. Und dann fühlst du dich auch besser. Du hast dann mehr Energie und weniger Heißhunger. Mein Körper würde sich nie daran gewöhnen. Ich brauche mein deftiges Frühstück und auch in der Nacht brate ich mir gern nochmal was Leckeres. Aber was sagt deine Frau dazu? Nervt es sie nicht, wenn du bei der Hälfte der Mahlzeiten nicht am Tisch sitzt? Nein, das nervt sie gar nicht. Seit ich weniger Zeit mit Essen verbringe, koche ich auch öfter. Davon profitiert sie ja auch. Dann wird ja aus dem dicken, gemütlichen Bären demnächst ein schlankes Reh werden. Bin ich dann der einzige Übergewichtige hier im Yogakurs? Vielleicht. Dann bist du vielleicht wirklich der Einzige, der beim Yoga den Boden berührt. Ich schwebe dann bald schon über den Matten. Sind viel Brot und Nudeln gesund? Hallo Anna. Wie schön, dass wir uns nach so langer Zeit mal wieder treffen. Hey Lena, ich freue mich auch. Sag mal, kann es sein, dass du abgenommen hast? Ja, du hast recht. Ich habe ein wenig abgenommen. Ich probiere gerade eine neue Ernährungsweise aus. Sie heißt ketogene Ernährung. Ketogene Ernährung? Das habe ich ja noch nie gehört. Wie ernährt man sich denn ketogen? Bei der ketogenen Ernährung esse ich nur ganz bestimmte Lebensmittel, die aus Fetten und Eiweißen bestehen. Ich verzichte fast vollständig auf Kohlenhydrate. Wirklich? Also isst du keine Nudeln, keinen Zucker und kein Brot? Ja, genau. Nüsse, Avocados, Eier, Käse und Gemüse stehen ganz oben auf meinem Speiseplan. Eben alles, was eiweiß- und fettreich ist. Natürlich esse ich auch genügend Fleisch und Fisch. Das klingt ja abgefahren. Aber Zucker zum Beispiel ist doch in so vielen Lebensmitteln aus dem Supermarkt drin. Ist es möglich, keinen Zucker zu essen? Du meinst wahrscheinlich die verarbeiteten Lebensmittel im Supermarkt. Die habe ich aufgehört zu kaufen. Ich kaufe keine Fertiggerichte mehr, sondern koche alles selbst. Dafür fehlt mir leider die Zeit, aber ich finde das toll. Eine Sache wundert mich. Warum lässt du ausgerechnet die Kohlenhydrate weg? Ich will, dass mein Körper die Fette nutzt, um Energie zu gewinnen, nicht die Kohlenhydrate. Ich dachte, der Körper braucht die Kohlenhydrate, um Energie zu gewinnen. Nein, wir brauchen Kohlenhydrate nicht unbedingt, um Energie zu gewinnen. Wenn ich fast keine Kohlenhydrate mehr esse, sucht sich mein Körper einen anderen Weg, um Energie zu gewinnen. Wenn ich Fette zu mir nehme, werden sogenannte Ketonkörper produziert und daraus entsteht Energie. Deshalb heißt die Ernährung ketogen. Ganz nebenbei habe ich auch 6 Kilo abgenommen, ohne mehr Sport zu machen. Wie interessant. Gibt es etwas, das du vermisst? Auf jeden Fall. Am Anfang hatte ich große Lust auf Brot und Süßigkeiten. Aber nach ein paar Wochen ist die Lust darauf nicht mehr so stark gewesen. Was mir sehr hilft, diese Ernährung durchzuhalten, sind neue Rezepte, die lecker schmecken. Zum Beispiel mache ich Pizza mit einem Boden aus Blumenkohl statt aus Mehl. Blumenkohlpizza? Das klingt, ziemlich gesund. Schmeckt das auch wirklich gut? Ja, überraschenderweise schon. Man muss nur ein bisschen kreativ sein. Es gibt unendlich viele Rezepte, die man ausprobieren kann. Hut ab, dass du das so durchziehst. Diese Umstellung ist bestimmt nicht leicht am Anfang. Am Anfang braucht es ein bisschen Geduld. Aber es lohnt sich für mich, weil ich mich gesünder und vitaler fühle. Ich habe mehr Energie und bin nicht so oft müde. Gut, dass du deine neue Ernährung erwähnt hast. Ich wollte dich tatsächlich heute auf eine Pizza zu mir einladen. Das fällt ja nun ins Wasser. Kein Problem, Lena. Du kannst zu mir kommen und ich bereite uns ein schönes Lachsgericht zu. Was hältst du davon? Ja, gern. Warum nicht?